Guten Tag, mein Lieben. So, wir schließen dieses Schuljahr mit unserer letzten Mathestunde im Bereich Wahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsrechnung. So, wir sind ein kleines Team geblieben, aber das freut mich, ja. Und ja, das zeigt, wer ist der harte Kern. So, das heutige Thema ist, wir stellen diese Frage: Was ist Wahrscheinlichkeit? Ja, wir haben in der Mittelstufe darüber viel gelernt und viel gesehen und nutzen wir das und relativ gut nutzen wir das, aber so richtig wurde diese Frage nie beantwortet, was Wahrscheinlichkeit sein sollte. Ja? Dann schauen wir mal. Also, wir machen ein Beispiel. Unser Zufallsexperiment ist Münzwerfen. Das ist aus dem Grund gut, weil wir haben nicht so viele mögliche Ergebnisse. Also die Ergebnismenge ist relativ klein. Also die Ergebnisse können Kopf sein oder Zahl. Kürzen wir K und Z ab. Und dann dementsprechend ist die Ergebnismenge Omega. Zeichnen wir das so mit dem Klammern. E1 ist dann der K und E2 ist dann der Z. So, welche Ereignisse können entstehen? Unmögliche Ereignisse ist, wenn die Menge ist leer. Das ist aus dem Grund unmöglich, weil wenn wir sagen, wir werfen die Münze einmal und kommt nichts raus, also weder Kopf noch Zahl, dann ist es für dieses Experiment ist unmöglich. Es muss irgendetwas auf dem Tisch kommen. Entweder Kopf oder Zahl. Aber es muss irgendetwas. So, aus dem Grund, das ist der unmögliche Ergebnis. Dann, das ist ganz einfache Ergebnisse, dass dem entweder Kopf oder Zahl oder das sichere Ergebnis, das eine von den zwei. Und dann haben wir nur diese vier Ereignismöglichkeiten. Jetzt, bevor wir zum Wahrscheinlichkeit Frage gehen, klären wir mal, was ist Häufigkeit bedeutet. So, also ich werfe den Würfel n mal. Ja, n ist eine natürliche Zahl, also ich kann den Würfel werfen 10 mal, 20 mal, 30 mal, 40 mal, 100 mal, 1000 mal. Dann nennen wir diese Anzahl der Würfer als n oder, wenn man das jetzt als Fachbegriff benutzen wollen, die Anzahl der Versuche ist n. Denn n ist dann eine natürliche Zahl und wir einigen darüber, dass die n ist nicht 0. Also die Münze wird mindestens einmal geworfen. Wenn n auch 0 sein darf, dann kommt eine ganz komische Situation mit dem sicheren und unsicheren Ereignissen raus, ja? Also das wollen wir aber ausschließen. Kevin, du kannst mal nachdenken, was das sein könnte. Also insbesondere der unmögliche Ereignis. Gut, so, also, was sollte dann absolute Häufigkeit bedeuten? Warte mal, ich schau mal das mal, ob das richtig fokussiert. Immer wieder merke ich, dass das die Fokussierung von der Kamera ist ein bisschen so variabel. Also, die absolute Häufigkeit bedeutet einfach die Anzahl der Würfer für ein bestimmtes Ergebnis, sei es zum Beispiel Kopf. Ja. Zum Beispiel, die absolute Häufigkeit von Kopf ist 49, außer der in 100 Würfen. Das bedeutet, dass ich 100 Mal die Münze geworfen habe und 49 Mal habe ich dann den Kopf bekommen. Also den n ist 100 und dann kürzen wir diesen langen Satz so ab, benutzen wir eine kleine a, Klammern, k bedeutet, dass der Kopf ist die beobachtete Ergebnis. Ich werfe die Münze n mal, Klammer zu. Also interessanterweise haben wir hier eine, wenn wir das als Zuordnung oder Funktion
betrachten. Dann haben wir zwei Variablen. Ja? Was kommt in Oberstufe später? Arbeiten wir mal mit solchen schönen Mehrvariablen-Funktionen. Das sind ganz interessant. Aber damit wir das hier uns nicht so kompliziert machen oder keine Verwirrung machen, wird das häufig in dieser Symbolik benutzt, also A als absolute Häufigkeit, dann schreibt man den N hier dann als Index oder den Fuß zum Fuße der A und den Klammer ist dann der Kopf und das kann auch dann der Z sein, das ist der Zahl. Und das ist jetzt in diesem Fall ist 49. Ja. Also das ist die absolute Häufigkeit und dann kennen wir diese berühmte Zahl, die relative Häufigkeit. Das ist dann ganz einfach daraus zu berechnen. Ja, das ist nichts anderes als eine Berechnung. Also dieser lange Satz, die relative Häufigkeit des Ergebnisses Kopf in n Versuchen, das kürzen wir so ab. Interessanterweise benutzen wir den Buchstabe H. Ja, ich würde, wenn wir ganz logisch denken, könnte ich zum Beispiel die R benutzen. Ja, aber es wurde geeinigt, dass es im H bedeutet, relative Häufigkeit. Wieder die N ist bei dem Fuß, in Klammern den K. Also das bedeutet die relative Häufigkeit von Kopf. Und dann machen wir nichts anderes, als wir nehmen die absolute Häufigkeit. Ja, wir haben jetzt hier 49 Mal den Kopf geworfen in 100 Würfe. Also in unserem Beispiel können wir das so aufschreiben. H ist 100 Kopf, denn absolute Häufigkeit in 100 Würfen, der Kopf. Hier ist der 100, die Anzahl der Würfe. Und dann 49 geteilt durch 100, das ist unsere relative Häufigkeit. Ja? Und das war damals, als in dem 9. Klasse, das war unsere, damals haben wir das nicht als Definition, sondern haben wir das gesagt, so berechnen wir die relative Häufigkeit. Ja? Dann machen wir ein kleines Beispiel hier. So, ich habe dieses Beispiel auf dem Buch genommen, dass wir alle die gleiche Zahl hier haben. Wahrscheinlich habt ihr das Buch nicht mehr, ja, aber es ist kein Problem, ihr werdet mal diese Blatt Papier haben. So eine kleine Tabelle. Ja. Jetzt sehen wir erstmal, wie viel Mal haben wir hier die Würfe geworfen. Also in diesem Experiment wurde das hier so aufgenommen. Ja. Das sind die Messdaten, also die Daten aus diesem Experiment, was hier irgendwer das gemacht. Wenn du das jetzt machst, dann kommen natürlich andere Zahlen das. Aber wenn du so Interesse hättest, könntest du das wirklich das durchführen. Ja? Also die Münze hier 5 mal, 10 mal, 15 mal, 20 mal zu werfen, immer aufzuschreiben, wie viel Mal kommt der Kopf? Der 5 mal wurde geworfen, 2 mal war Kopf, 10 mal wurde geworfen, 7 mal kam Kopf. 15 Mal war geworfen, 10 Mal kam der Kopf. So, das ist unsere Messwerte und dann können wir das hier der relative Häufigkeit berechnen. Ja, also 2 geteilt durch 5, 7 geteilt durch 10, 10 geteilt durch 15, 14 geteilt durch 20. Dann kommen wir diese Zahlen hier raus. Und erstmal, naja, sagen wir, so ist es denn. Was können wir jetzt damit machen? Es wird interessant, wenn wir das jetzt hier in so einem Diagramm schön aufzeichnen. Also hier unten auf dem X-Achse. Warte mal. So, wir haben noch Zeit. Okay. Denn hier auf dem X-Achse schreiben wir die Anzahl der Würfe. Ja, 15, 15 bis 50. Und hier auf dem Y-Achse unsere relative Häufigkeit. Ja, das ist eine Zahl zwischen 0 und, 0 und 1. Ja. Und zu den einzelnen Punkten, den einzelnen n-Werten, haben wir dann diese relative Häufigkeit-Werte. Das können Sie jetzt einzeichnen. Okay, ich mache das hier Stopp und dann machen wir das mal weiter.